Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich hoffe, dir geht es gut. Mir persönlich geht es auch sehr gut. And just a short note, this podcast now is also available on YouTube, so if you're more a YouTube guy or girl, you can use it there or share the link. It's in the description of this episode. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über eine Stadt. Wir sprechen über Hamburg. Hamburg ist eine sehr wichtige Stadt für Deutschland. In Hamburg leben viele Menschen. In Hamburg leben 1,9 Millionen Menschen. 1.9 million people. Damit ist Hamburg die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Nur Berlin ist größer als Hamburg. Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Deshalb gibt es in Hamburg viel Wasser. Und deshalb hat Hamburg viele Brücken, Bridges. Mehr als Venedig und Amsterdam zusammen. Stell dir das vor, über 2500 Brücken. Du kannst also überall spazieren gehen und immer wieder auf das Wasser schauen. Hamburg ist auch eine Stadt mit einer spannenden Geschichte. Gegründet wurde Hamburg im Jahr 808 nach Christus. Das ist wirklich schon eine lange Zeit her. Der berühmte Kaiser Karl der Große hat damals den Befehl gegeben, eine Burg bauen zu lassen. He gave the order to build a castle at the Alster. It's the river there. Er hat den Befehl gegeben, eine Burg bauen zu lassen. Einer der bekanntesten Orte in Hamburg ist der Hafen, the harbor. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen in Europa. Du kannst dort eine
Hafenrundfahrt machen und die riesigen Schiffe sehen. Stell dir vor, du bist ein Kapitän auf dem Meer. Aber vergiss nicht, später wieder an Land zu gehen. Dann gibt es noch die Speicherstadt. Die Speicherstadt ist ein ganzer Stadtteil, der auf Holzpfählen gebaut ist. A whole part of the city that's built on spires. Dort gibt es viele rote Häuser, gebaut aus roten Steinen. Früher wurden hier Gewürze, Kaffee und Teppiche gelagert. Heute kannst du dort spannende Museen besuchen oder einfach die beeindruckende Architektur genießen. Zum Schluss darfst du nicht den Fischmarkt vergessen. Jeden Sonntagmorgen kannst du dort frischen Fisch kaufen. Aber Achtung, Attention, die Verkäufer sind bekannt dafür, sehr laut zu sein. Sie rufen und schreien, um ihre Ware anzupreisen. Es ist ein echtes Erlebnis. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass Hamburg eine sehr internationale Stadt ist. Es gibt viele Touristen, aber auch viele Internationale, die hier studieren oder arbeiten. Insgesamt ist Hamburg eine wichtige und interessante Stadt. Also, pack deine Sachen, pack your things, und besuche Hamburg. Viel Spaß dabei. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Bitte teile sie doch mit deinen Freunden und deiner Familie. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und hab noch einen schönen Tag. Bleib vor allem gesund. Tschüss!